Hallo meine lieben Paarhufer, hier ist wieder das saftige Gnu und ich spiele wieder ein neues Oculus Rift Game für euch. Und zwar Don't Let Go. Ich bin gespannt, worum es geht. Ich hoffe, es ist ein nicht zu brutales Horror-Game. Soll anscheinend sehr eklig sein. Und dann ziehe ich jetzt meine Oculus an und fange an. Wieder mit voller Montur. Oh. So, sit up straight, press any key to start. Oh, ich finde es immer noch einfach zu krass. Ich bin also jetzt in einem Büro. Ach, man muss aber immer auf die Tasten gucken. So, press space to start. Hi, and thank you for playing my game. If you are not playing with headphones right now, please go get them. This will be much better if you have headphones. To start the game, press both control keys on your keyboard. If you want to win, don't let go. Okay. Er hat gesagt, ich soll die Headphones anziehen, dann ist es viel besser. Genau das werden wir jetzt auch tun. Oh nee, was ist denn das? Oh nee, Wespen, ich hasse Wespen, ich hasse Wespen. Na, verpisst euch, oh Gott. Und ich darf die scheiß Tasten nicht loslassen, das ist richtig behindert, Mann, verpisst euch. Oh Scheiße. Oh Gott. Scheiße, sie sind überall. Oh nee, also mit der Oculus ist das so echt, ich muss mich richtig zusammenreißen, die zwei Tasten jetzt nicht loszulassen. Deswegen heißt es ja auch Don't Let Go. Verstehe ich das Ganze auch. Oh Gott. Verpiss dich, die ist in meinem Ohr. Oh Gott, sie ist in meinem Ohr. Was ist denn das? Meine Sekretärin. Wo haben Sie denn Ihre Kleider gelassen? Bitte sagen Sie mir, wo Sie Ihre Kleider gelassen haben. Ich möchte das nicht. Außerdem haben Sie gar keine Brüste. Ist ja gut. Du stinkst aus dem Mund. Ich wollte dich nicht zu sehr beleidigen, aber nächstes Mal bitte ein Tanga. Wenn's geht. Toll, was ist jetzt, wenn meine Nase kratzt? Dann darf ich, kann ich das nicht machen, weil ich die zwei Tasten nicht los... Oh, oh. Oh Gott. Hilfe. Well, maybe this isn't scary enough for you. Did you know there is a giant spider behind this laptop? It really wants to meet you. Boah, halt dein Maul. Was? Was hinter dem Laptop ist eine Spinne? Warning Spiders? Boah, fuck you. Vor allem, wenn ich da runter gucke, sind die Hände genauso wie meine gerade platziert. Also es ist wirklich für mich so, als wären es meine Hände. Oh Gott, da ist die. Oh Gott, verpiss dich. Bitte verpiss dich. Nein. Nein. Geh weg, geh weg. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich geh, ich geh, ich hab Gänsehaut! Oh Gott! Und jetzt? Ach, die ist in meinem Ohr! Die ist in meinem Ohr! Die ist in meinem Ohr! Jetzt ist es in meinem... Oh, es ist in meinem linken Ohr und es ist im rechten. Oh Gott, ist das eklig. Ich kann meine Hände da nicht mehr lang haben. Oh, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Und jetzt habe ich eine Wespe und eine Spinne in meinem Ohr. Oh. Was ist das? Was soll das? Was soll das? Was muss ich damit jetzt machen? Was soll das? Was soll das? Und jetzt? Was soll das mit dem Streichholz hier? Ah, ich verbrenne mir die Nase. Ah. Hallo? Okay, I give up. Congratulations. I guess you win. Well, actually, let me try one more thing. Ein Stift? Was willst du von mir? Oh, ihr Wichser, jetzt hätte ich fast meine Hände weggenommen. Oh, ihr, du... Alter, Alter, Alter.
Das war jetzt aber, das war wirklich knapp. Also ich hätte jetzt echt fast verloren und hätte meine Hände vors Gesicht getan. Es ist mit der Oculus so geil. Also ihr müsst echt unbedingt mal ausprobieren. Der absolute Hammer. Ich liebe die Oculus. Aber das Ende war gerade echt gefährlich. Oh, und wie was, wenn man Gänsehaut mal da bekommt. Das Coole ist ja, dass auf der Tastatur, wie man es gerade beim Bildschirm gesehen hat, genauso liegen meine Hände ja auch. Das heißt, wenn ich mit der Oculus runterschaue, fühlt sich's genauso an, als wären es meine Hände. Und es gerade am Ende war echt richtig gemein. Aber naja, ich habe es geschafft. Wenn euch das Spiel gefällt, ihr habt zufälligerweise auch eine Oculus, unten ist der Download-Link, unbedingt ausprobieren und wirklich die Kopfhörer, hatte schon recht, es ist wichtig, gerade weil die Spinne jetzt vom rechten zum linken Ohr gewandert ist. Und es ist wirklich, muss ich sagen, schwierig, die Finger dort zu lassen. Also hätte er jetzt noch einen Jumpscare gebracht, ich hätte es dann, glaube ich, nicht gepackt. Aber naja, Glück gehabt, dann sag ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Daumen nach oben geben, fürs Kommentieren, gerade auch für die Leute, die immer da sind und immer Kommentare abgeben und sagen, dass ihnen die Videos gefallen. Vielen Dank, das motiviert mich wirklich sehr und freut mich auch immer sehr. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in den Kommentaren und bis bald.